So, wenn ich mir die Konstruktion, so wie sie jetzt ist, mal genauer anschauen möchte, dann öffne ich den Konstruktionsbildschirm, lasse die Konstruktion berechnen und kann mir hier schon mal einen Schnitt anzeigen lassen, indem ich sehe, welche Rahmen bzw. welche Flügelprofile verwendet werden. Beides lässt sich ganz beliebig in der Software ändern. Wir haben hier unsere Kantentypen, zum Beispiel den Rahmen, indem ich die Auswahl an Profilen angeboten bekomme, die für so eine Tür verwendet werden können. Das sind ganz normale Blendrahmen, das können aber auch Einspannblendrahmen für die Fassade sein oder Flügelprofile, die entsprechend verwendet werden. Ich nehme einfach mal einen ganz normalen Blendrahmen für die Tür. Die Tür selbst ist eine sogenannte Füllung. In diesem Fall eine einflügelige Anschlagtür nach innen, in der ich selbstverständlich wieder die zulässigen Profile wählen kann, also unterschiedliche Flügelprofile, aber auch unterschiedliche Sockelprofile. Abhängig davon, ob ich wirklich einen Sockel aus Sockelprofil oder einen Sockel aus einem Kämpferprofil erzeugen möchte. Schließlich lege ich noch fest, ob es eine nach links oder nach rechts öffnende Tür ist, also die in links, die in rechts, und lege zu guter Letzt die Beschläge der Tür fest. Die Beschlagsauswahl der Tür ist dynamisch gesteuert, das heißt, die Software unterstützt hier bei der Auswahl der Beschläge. Ich lege beispielsweise fest, welche Bänder ich verwenden möchte und wähle dann hier das entsprechende Türschloss aus. Und hier die farbige Kennzeichnung stellt mir bereits dar, welche Beschläge aufgrund meiner bisherigen Einstellungen ich in dieser Tür verwenden kann oder nicht. Das heißt, wähle ich eines der weiß dargestellten Schlösser, dann kann das ohne Probleme gerechnet werden. Verwende ich eins der grau dargestellten Schlösser, dann muss ich in einer weiteren Zeile eine Einstellung vornehmen, die es mir erlaubt, diese Beschlagskombination zu rechnen. Heißt also, die Software unterstützt mich aktiv bei der Auswahl der Beschläge. Ich habe also das Schloss, ich wähle beispielsweise einen Türdrücker. Auch hier haben wir die gleiche Situation, dass ich die Türdrücker entsprechend weiß oder grau auswählen muss. Kann wieder zurückgehen, kann aufgrund dessen ein anderes Schloss wählen und so weiter. Ist fast wie ein sogenanntes Ping-Pong-Spiel, hier die Beschlagsauswahl zu treffen. So, habe ich meine Beschläge gewählt, bin mit den Einstellungen soweit einverstanden, beziehungsweise die entsprechen dem, was ich benötige, bestätige ich mit OK und lasse die Konstruktion berechnen. Man sieht schon hier in der Linienzeichnung, dass Beschläge, nämlich Schloss, Griff und Schließbleche eingebaut worden sind. Lasse ich mir die Konstruktion von innen anzeigen, sehe ich auch hier entsprechend die Bänder, nochmal von außen. Und wenn ich jetzt hier einen Schnitt durch die Konstruktion lege, sehe ich die Beschläge auch bereits in den Schnitten entsprechend eingebaut und eingefügt. Die Konstruktion kann ich mir natürlich auch nahezu fotorealistisch anzeigen lassen. Das heißt, ich habe sowohl von außen als auch von innen die entsprechenden Beschläge mit angezeigt.